Ja, liebe Freundinnen und Freunde, welch ein Schwung, welch eine Energie hier in dem Raum. Wir reden in diesen Tagen viel von Freiheit. 30 Jahre friedliche Revolution, die lassen uns zurückschauen auf den Kampf um Freiheit, auf den Kampf für eine offene Gesellschaft und auf viele mutige Menschen hier in Sachsen. Aber ich, wie sicher auch viele hier im Raum, mache mir auch etwas Sorgen. Sorgen, dass sich diese erkämpften Freiheiten und Bürgerrechte Schritt für Schritt verflüchtigen. Ihre Verteidigung ist neben dem Klima- und Artenschutz die entscheidende Überlebensfrage für die liberale Gesellschaft in Europa, in Deutschland und auch hier in Sachsen. Und, liebe Freundinnen und liebe Freunde, diese Verteidigung fängt nicht erst beim so wichtigen Kampf gegen Videoüberwachung, gegen das Handyauslesen oder gegen ein so repressives Polizeigesetz an. Nein, das Fundament für eine liberale Gesellschaft, das sind eben eine freie und vielfältige Kultur, eine kompromisslose Achtung der Wissenschaftsfreiheit und Journalisten, die geschützt statt kontrolliert werden. Und nur so kann Sachsen eben auch ein freies, ein offenes, ein progressives Land sein. Und dies zu gestalten, liebe Freundinnen und Freunde, das ist unsere Aufgabe und das können wir, Bündnisgrüne, und dafür werden wir am 1. September auch gebraucht. Denn es gibt ja nicht nur die Wissenschaftsfeinde und die Leugner des Klimawandels oder die Rechtsextremen in unserem Parlament. Nein, mich empört auch ein sächsischer Ministerpräsident, der haltungslos per Twitter Journalisten in Gut und Böse einteilt, der mal eben ein ganzes Forschungsinstitut wie das IWH in Halle per Interview als unseriös schulmeistert, weil ihm eine Studie politisch nicht passt. Und ich erwarte von Michael Kretschmer, dass er sich gegen das alltägliche Europa-Bashing gegen Brüssel aus den eigenen Reihen genauso wehrt, wie er das immer lautstark gegen Sachsen-Bashing tut, liebe Freundinnen und Freunde. Aber zum Glück hat der Ministerpräsident kein Abo auf sein Amt. Und am 1. September sind Wahlen. Und eine rückwärtsgewandte Politik, die muss nicht gewählt werden. Nein, es ist alles möglich. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das sollten wir auch in diesen Wahlkampf tragen. Die Zustimmung zu einer zukunftsorientierten, progressiven Politik, die wächst in Sachsen. Und das spüre ich. Zum Beispiel letzte Woche in Oschatz beim Unterschriftensammeln für die Gemeinschaftsschule, bei den Fridays for Future-Demos in Leipzig, bei meinen Gesprächen in Hoyerswerda oder in Zwickau oder beim Girls Day im Landtag mit 20 Jugendlichen. Und lasst uns diesen Schwung, den wir alltäglich spüren, doch gemeinsam nutzen und etwas verändern. Und mir reicht es nicht, die künstlerische Vielfalt in Sachsen zu loben. Ich will, dass Kreative hier gut leben können. Mehr Freiräume, bessere Vergütung. Interkulturelle Kulturarbeit, die muss endlich eine wahrnehmbare Stimme im Kunstministerium bekommen. Und neue kulturelle Ausdrucksformen, um die darf Kulturförderung keinen Bogen machen. Kultur ist doch nicht die Zugabe einer demokratischen Gesellschaft, sondern ihre Lebensgrundlage, liebe Freundinnen und Freunde. Digitalisierung, Klimawandel, Globalisierung. Die Herausforderungen sind komplex. Und deshalb brauchen wir auch mehr Forschung, Risikoanalysen und faktenbasierte Lösungsoptionen. Aber klar ist, Hochschulen sind nicht die Auftragnehmer politischer Wünsche. Wir brauchen starke, unabhängig und ordentlich finanzierte Forschungseinrichtungen. Und lasst uns auch das Fächersterben an unseren Universitäten beenden. Inzwischen brauchen wir in Sachsen ja nicht mehr nur Artenschutzlisten für bedrohte Tiere, sondern auch für Studienfächer. Und das muss ein Ende haben. Genauso wie die politisch angeordnete Studienplatzstreichung. Wer Innovationen will, der darf den zukünftigen Innovatoren eben nicht die Tür vorm Kopf zuschlagen und sich dann wundern, dass keiner mehr anklopft. Und sorgen wir doch dafür, dass Menschen nicht nur gern herkommen, sondern noch viel lieber dann auch hier leben wollen. Ich will ein Sachsen, in dem Menschen Menschen sein können und nicht nur Fachkräfte. Und liebe Freundinnen und Freunde, Sachsen hat noch ein Problem, ein Aufarbeitungsproblem.
Die Auseinandersetzung mit Diktaturen, die macht erfahrbar, was es heißt, wenn Freiheit geopfert wird. Und deshalb ist Erinnerungskultur ein elementarer Bestandteil unserer demokratischen Zukunft in Sachsen. Gegen Umdeutung und Vereinnahmung von Geschichte, denkt nur an die Bilder mit weißen Rosen am Revers von Neonazis und Rassisten hier in Chemnitz. Dagegen hilft nur mehr politisch-historische Bildung. Und Gedenkstättenarbeit, die setzt diesen Angriffen auf Freiheit, Vielfalt und Demokratie etwas entgegen. Und es wird Zeit, dass das ehemalige KZ Sachsenburg endlich zu einer geförderten Gedenkstätte wird. Es ist ein Ort, an dem die Strukturen von Nazi-Verbrechen vorgedacht und vorbereitet wurden. Da darf kein Gras drüber wachsen. Und anstatt Ehrenamtliche beim Aufbau der Gedenkstätte zu unterstützen, wird ihnen von der CDU schädliche Übermotiviertheit vorgeworfen. Die SPD-Ministerin, die legt die Hände in den Schoß und guckt zu, und die Gedenkstättenstiftung, die zeigt blind auf den Stadtrat. Liebe Freundinnen und Freunde, so geht man nicht mit sächsischer Geschichte um, so geht man nicht mit der aktiven Bürgergesellschaft um in diesem Land. Ich will das ändern. Wir stehen für eine andere politische Kultur. Der Schatz in Sachsen, das ist nicht unsere zig Milliarden schwere Rücklage. Unser Schatz hier, das sind die Vereine, das sind die Ehrenamtlichen, das sind die Menschen, die sich für Menschen einsetzen, die Künstlerinnen, die Wissenschaftlerinnen. Mit Ihnen im Bündnis gemeinsam möchte ich dieses Sachsen in den nächsten 5 Jahren im Landtag weiter mitgestalten. Und ich bitte euch dafür um eure Stimme und um eure Unterstützung. Herzlichen Dank. Applaus